Heute habe ich Magnum Double Raspberry und noch eine zweite Sorte, Joghurt Fresh. Gab's jeweils bei Penny für 1,99 im Angebot. Bei der bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube, die Sorte ist ganz neu. Ich warte immer, bis die für 1,99 im Angebot sind. Ich weiß gar nicht jetzt, was die nicht neu, aber Normalpreis. Ich glaube 2,99, aber sicher bin ich nicht. Ich weiß nicht, ob es euch auffällt, aber es ist so ein extremer Hall. Es liegt daran, dass ich halt gerade in einem richtig leeren Raum sitze. Und der Schall halt reflektiert. Ich bin halt momentan noch ein bisschen mit Umbaumaßnahmen, Renovierung und so beschäftigt. Weshalb in letzter Zeit so wenig Videos kommen, es tut mir leid. Aber vielleicht schaffe ich es dieses Wochenende, aber ich muss diesen Schall irgendwie wegkriegen. Ich habe so provisorisch so ein paar Tücher schon aufgehangen. Und so Poster an die untapezierte Wand getackert irgendwie, aber das bringt irgendwie alles hier nichts. Deshalb bitte noch etwas Geduld. Falls jemand tatsächlich da draußen ist, der sich auf meine Videos freut, was irgendwie seltsam ist. Mir gerade selber aufgefallen, dass ich schon wieder zu viel rede. Ich glaube, ich probiere Joghurt zuerst. Das sieht so nach sehr. Das wirkt zumindest so, als ob es ein bisschen schwächer im Geschmack ist. Aber die kenne ich auch noch nicht, die Sorte. Ich glaube, ich sage es in jedem Magnum-Video. Ihr müsst auf jeden Fall Peanut Butter ausprobieren, Erdnussbutter. Die ist so lecker, die Sorte. Wo haben wir Deutsch? Eis mit Joghurt, Himbeersoße und Milchschokolade. Aber bringen die nicht immer zwei neue Sorten auf einmal raus? Ich habe jetzt nur die gesehen. Ich hatte schon überlegt, ob ich irgendwie so ein, weiß ich nicht, so ein Roomtour-Video ist ein bisschen, weiß ich nicht. Ja, ein bisschen langweilig für euch. Und ich hätte da mal irgendwie so ein bisschen Paranoia, dass man irgendwie herausfindet, dann wo ich ohne einen auf den ist, ihr was ich meine? Weil von 100 Zuschauern reicht ein durchgeknallter Stalker. Vergessen, die Heizung auszumachen, das hört man auch, oder? Kalt. Schmeckt richtig lecker. Die dunkle Schokolade versaut so ein bisschen. Da bin ich nicht so Fan von. Aber dieses Himbeer-Vanille-Zeug schmeckt richtig lecker.
Ich komme auch gerade nicht auf so einen Vergleich. Ich glaube, Ed von Schleck schmeckt komplett anders. Das war auch mit Erdbeer, glaube ich. Und oder eher wie dieses Spaghetti-Eis, glaube ich, in die Richtung. Das glaube ich wieder mit so einem Flüssigkern. Nicht Kern, sondern in der zweiten Hülle oder. Eishimbeer umhüllt von kakaohaltiger Fettglasur. Himbeersoße und Milchschokolade. Ich mag diese Verpackung nicht. Manche von denen sind auch hier noch perforiert, dass man halt so einen richtigen Deckel abmachen kann. Finde ich viel geiler als diesen Scheiß hier. Geht. Vom Eis schmeckt man richtig wenig, weil diese Himbeersoße ist richtig, richtig so stark im Geschmack. Das ist so wie so ein fast schon so eine Art Marmeladenpüree irgendwie. Geht, aber muss jetzt auch nicht sein. Das Joghurt-Ding hat richtig gut geschmeckt, viel besser als das da. Aber hier schmeckt es schwächer, aber ich glaube, das ist auch sehr dunkle Schokolade. Oder? Nee. Gut. Ach, ich weiß nicht, das Video kommt mir jetzt ein bisschen improvisiert vor. Vielleicht brauche ich noch ein paar Tage, also. Ich will nicht zu viel erzählen, aber ich habe gerade sehr viel zu renovieren. Sehr viel. Und ich mache das alles alleine und von daher dauert es dann halt ein bisschen noch. Aber. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, das mit dem Schall war jetzt nicht so seltsam. Ich muss mir das gleich mal anhören, wenn ich das Video schneide dann. Gut, vielen Dank fürs Zusehen und dann hoffentlich bis bald.